Hallo und herzlich willkommen bei Shazadi spielt und einer neuen Runde Zweck and Sorcery. Ja, wir sollen ja die Gilde verbessern. Das wollten wir aber erst, nachdem wir auch noch unsere Schmiede hier verbessert haben. Für alles Weitere brauchen wir Kiefernbretter. Sprich, wir schicken unsere Jungs noch ein bisschen in den Wald. Ihnen geht's auch blendend. Ja, schicken wir sie ins Schlachtfeld oder in die dunklen Ruinen? Hier haben wir tatsächlich auch schon fast alle Ressourcen aufgedeckt, sehe ich gerade. Ja, dann gehen wir nochmal in die Ruinen. Treffen noch ein paar niederträchtige Ghule. Macht ihn fertig. Jawohl, Hoshi. Trink mal ein Säftchen, Hoshi, wa? Wir brauchen, Jungs, wir brauchen Holz. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie er erstmal in Ruhe nochmal das Schwert wegsteckt und erstmal noch seinen Drink trinkt. Oh, was haben wir denn da gekriegt? Geistertränen. Was? Sogar Geister können weinen. Sie lachen zum Beispiel Tränen, wenn sie deine Helden sehen. Warum? Ja. Meine Helden sind gut. So, selbe Spiel wieder. Die zwei sollen sich erstmal erholen. Ja, hier können wir noch nichts weitermachen. Wie sieht es kohletechnisch aus? Können wir hiervon noch irgendwas bauen? Ja. Bauen wir einfach nochmal eine komplette Rüstung. Die verkloppen wir dann. Kiefernbretter können wir eins herstellen. Dann haben wir wie viele? Zwei. Wow. Ja, genau. Wow. So, einen Heiltrank können wir auch noch herstellen. Müssen wir die Jungs auch wieder mit ausrüsten. So, Bibliothek. Essenzaufnahme, die erforschen wir jetzt mal. Das ist nämlich wichtig. Hier können wir also jetzt Sachen erforschen. Ja. Schaltet die Essenzaufnahme von besiegten Monstern frei. Essenz kann im Labor zu Mana verarbeitet werden. Je stärker das Monster, umso mehr Essenz kann aus ihm gewonnen werden. Und das Mana ist später in den Kämpfen tatsächlich sehr, sehr hilfreich. Von daher war gut, dass wir es gemacht haben. Wir lassen die Jungs mal ausruhen. Ach genau, die Frostaxt. Wollten wir doch Hoshi geben, richtig? Anstatt dem Schwert. Dafür brauchen wir aber Level 6 bei Hoshi. Genau, so war es doch, ne? Aber er nimmt einen. Gut. Ja, so, dann schauen wir mal. Hoshi. 510 für Level 6. Ja, komm. Dafür kann er jetzt die Frostaxt nutzen, ne? Richtig. Wie? M-m. Erforderlicher Wert Ausdauer 15, Stärke 34. Och Leute, really? Stärke 34, was hat Hoshi denn? Ja, okay. Hätten wir vielleicht auch drauf achten sollen. Ich gebe die Frostaxt aber nicht her. Die kostet 2003 Goldmünzen. Ausdauer 15. Ich denke mal, es das heißt Stärke SDR 34, ey. Stärke haben wir doch 32 plus 6.
Also müsste man vielleicht noch mal leveln. Vielleicht kann er sie dann nehmen. Wäre ja schon toll, ne? Ja. Wenn wir Hoshi. Aber warum? Hoshi hat doch 38 Stärke hier stehen. Das verstehe ich nicht. Hoshi. Hier hat er nur 32. Ja, okay. Dann müssen wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen Geld ran schaffen. Ja, genau. Das Kiefernholz ist auch sehr wichtig. Also wenn wir die Schmiede geupgradet haben, können wir wahrscheinlich erstmal einen Haufen Eisenbahnen herstellen. So, er ist auch tot. Ah, jetzt haben wir hier eine schwache Essenz bekommen. Die Spuren der magischen Natur eines Wesens. Macht ihn fertig. Der ist ganz schön kräftig, ne? Und direkt noch einer hinterher. Ach du Scheiße. Hoffentlich schaffen unsere Jungs das. Genau, Hoshi. Pfeift dir erstmal einen Gesundheitstrank rein. Und noch eine schwache Essenz. Sehr gut, sehr gut. Und 118 Ocken. 118 Ocken. Also immer noch nicht. Och Mann. Kann doch nicht sein. Oh, ist das deprimierend. Sind aber gut gelaunt, die zwei. Wie sieht's hier aus? Die Essenzaufnahme haben wir fertig erforscht. Starker Schlag. Ja, damit müssen wir aber den Charakter jedes Mal ausrüsten. Das finde ich so ein bisschen, das kostet auch noch natürlich jedes Mal Geld. Wettbewerb ist verfügbar. Kosten 100, haben wir nicht. Und daher erledigt sich das schon. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die dunklen Ruinen. Genau. Das ist, was wir brauchen. Unser Hoshi hat's drauf. Ektoplasma. Ja, super. Und der nächste, bitte. Hat der gerade gerülpst? Der hat gerade gerülpst. Leute, der hat gerade gerülpst. Was hat man hier gekriegt? Härte des Felsen. Neuer Amulettentwurf. Oh, wir haben. Was haben wir hier? Gehärteter Speer. Ja, cool. Hoi. Was kostet das jetzt für Hoshi? 133? Ich will jetzt diese scheiß Axt da ausrüsten. Ich habe jetzt 34 Stärke. Ja. Wir haben es geschafft. Hoshi hat die Super-Duper-Axt. So, dann schicken wir Hoshi aber auch direkt mal hier unten hin. Kiefernbretter herstellen. So viel wie geht. Sehr gut. Gehärteter Speer.
Traurige Bretter brauchen wir dafür. Was machen die denn? Heulen die? So, können wir noch ein paar Heiltränke ein. Jetzt haben wir hier noch ein neues. Steigert dein Selbstvertrauen. Aha, aha. Brauchen wir aber elegante Plattenrüstung. Elegante Plattenrüstung kriegen wir aus uralter Plattenrüstung, Ektoplasma und Zeit, logischerweise. So, Ausgurt hatten wir euch. Dann würde ich sagen, wie sieht's denn aus? Können wir die Schmiede? Ja. Dann setzen wir Jon erst nochmal rein. Eisenbahn. Soldatenbrustpanzer, Soldatenhelm, Soldatenbeinschienen. Das wären ja dann tatsächlich Sachen für unseren Hoshi. Zumal man die auch schon ab Level 6, ne, und so. Stellen wir mal her, die Soldatenbeinschienen. Beinschienen. Für Hoshi. Sind sogar normale geworden. Das heißt, Hoshi kann sie tatsächlich auch anziehen. So, dann kann man die alten verkloppen. Wie sieht's aus mit Heiltränken? Milizschwert? Muss verkaufen? Ach ja, komm. Rattenplünderer haben wir noch keine getötet. Panzerrüstung haben wir auch noch keinen bekommen. Der Wettbewerb ist verfügbar. Ja, komm dann. Oh, jetzt wollte da gerade so ein Ausrufezeichen kommen. Trendfarbe ist blau. Okay. Sind jetzt unsere neuen Beinschienen, die jetzt blau sind? Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. 19. Ja. Und 22 sind unsere Helden. 14, also wir sind schon mal besser als er. Er ist besser als Hoshi, aber nicht so gut wie Neon. Oh, 20. Bis jetzt stehen wir, glaube ich, noch auf dem ersten Platz, ne? Ich glaube, wir haben es gemacht. Das wäre cool. Jawohl. Noel hat den ersten Platz gemacht. Yes. So, schauen wir mal. Graustachel, Mana-Topf können wir jetzt machen. Tun wir ihn noch mal kurz her. Kleine Heiltrank können wir machen. So. Kupferbahn können wir noch ein paar machen. Haben wir kein dunkles Leder bekommen? Ach, das war Wolfsleder. Hm. Okay. Aber jetzt haben wir erstmal wieder alles hergestellt. Also was ich weiß, was auch sehr, sehr stark im Kampf ist, was ich da ausprobiert habe, das können wir schon später machen hier. Zauberer. Wenn man mit Magie in den Kampf geht. Das macht echt viel aus. Was wir jetzt für Zeugs hier alles schon haben, ne? 17 Heiltränke. Ach so, genau. Gucken, ob die Jungs genug Heiltränke haben. Der hat. Der auch. So, wie ist das Wertewohlbefinden? War nicht mehr so prickelnd. Dann 12. Ach, dann gehen wir erst nochmal hierher.
Und lassen unsere Helden kämpfen. Jetzt haben wir hier oben das Mana. Und dann können wir später hier, kriegen wir zum Beispiel einen Feuerzauber, dann können wir denen mithelfen im Kampf. Dann können wir zum Beispiel auf ihn einen Feuerzauber machen und üben schon Schaden auf ihn aus, dass unsere Helden das nicht mehr so dolle machen müssen. Aber noch haben wir den Feuerschaden nicht. Ich hoffe ja mal, wir bekommen den bald. Yeah, Victory. Schließen. Noelle braucht fast gar keine Heiltränke, ne? Oh, diesmal hat er auch keinen gebraucht. Jod, 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 Jod. Ausruhen müssen sie auch nicht. Dann heilen wir eben noch kurz und dann schicken wir sie direkt wieder los aufs Schlachtfeld. Wir brauchen mehr Kiefern. Boah, also Hoshi teilt ganz gut aus, ne? Respekt. Endlich so eine Ratte, die wir besiegen sollen. Ah, der übt da 6 Frostschaden aus, glaube ich. Diese grüne Zahl, die ist mir jetzt neu. Das ist bestimmt wegen der Frostaxt. Ui. Da schnell Geschichte hier, der Meister. Nicht übel, nicht übel. So, einer Familie aus einem benachbarten Dorf brannte das Haus wegen eines lächerlichen Unfalls nieder. Nun betteln sie um Aufnahme in unser Dorf, da sie aus ihrem Heimatort vertrieben wurden. Vielleicht sollten wir ihnen etwas Geld geben, um ein Haus in unserem Dorf zu bauen, oder wir vertreiben diese schmutzigen Bettler. Geld geben. Noch eine Frostaxt. Really? Welche ist jetzt besser? Die macht mehr Schaden. Brauchen wir Stärke 42. Ach, nee. Für das bisschen, was die mehr Schaden macht, komm, wir verkloppen die. Wir brauchen Kohle. So, jetzt haben wir Kohle. Kriegen wir bestimmt wieder sowas. Hoffe ich. Achtung, wir kriegen nie wieder eine Frostaxt. Eisenbahn können wir herstellen. Kupfer können wir nicht herstellen. Haben wir vielleicht einen Soldatenbrustpanzer? Nee. Einen Helm können wir aber herstellen. Für Hoshi. Ich glaube nicht, dass das Soldatenschwert besser ist als unser. Unsere Frostaxt, muss ich ehrlich sagen. Banditenjacke. Banditenhelm, Banditenhose. Banditenarmbrust. Ja. Wäre schon schick, ne? Hier für unseren Leon auch. Ich meine, der sollte ja auch mal ein bisschen was. Ein Soldatenhelm. Benötigt er Level 6. Ach nee, den haben wir ja für Hoshi gemacht. Das ist jetzt der Soldatenhelm. Okidoki. So, dann verkaufen wir den mal. Eine Plattenrüstung, einen Rattenplünderer getötet, eine Plattenrüstung Hammer. Die Gilde müssen wir jetzt noch verbessern, ne? Das haben wir verbessert, das haben wir verbessert. Die Gilde brauchen wir noch ein Brett für. Dann verbessern wir die Gilde.
Das Teil hier brauchen wir 10 Bretter für, um das zu verbessern. Das ist schon hart, ne? Das ist schon hart. Das kann man nicht verbessern. Das hier kann man aber verbessern. Eisenbahn und Kiefernbretter. Dann kann man nämlich hier auch Klamotten herstellen. Deine Farbe ist blau. Mal gucken. Das letzte Mal hat das ja nicht funktioniert, ne? Da hat er ja gewonnen, obwohl er sogar kein Blau dran hat. Egal, wir schauen mal. Ich traue den Kampfrichtern auch nicht so. Nur 18? Auch 18? Boah, 22. Acht. Dabei ist der am blauesten. Vierzehn. Ich setze immer noch Platz 2 und 3. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir nur noch auf Platz 3. Aber immerhin. Besser Platz 3 als gar keinen Platz. Hoshi hat's gemacht. Okidoki. Na, immerhin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde Swag and Sorcery. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch riesig freuen. Bis zum nächsten Mal. Eure Shazadi. Ciao, ciao.